Tuja, die zweite dieses Tages. Ich glaube ja, dass wir in einer total tuischen Zeit gerade leben, die gekennzeichnet wird durch totale Scheinheiligkeit. Und Tuja ist für die Scheinheiligen, aber auch für die, die unter dieser Scheinheiligkeit leiden. Man kann sich einfach vorstellen, dass man bei der Wahl eines homöopathischen Mittels immer schaut, ist das Thema im Leben eines Menschen präsent? Macht ihn dieses Thema krank? Ist er krank an diesem Thema? Und da ist es eigentlich egal, ob ich in diesem Thema ein Täter oder ein Opfer bin. Also Täter-Opfer gibt es eigentlich so in der Homöopathie nicht, sondern ich habe mit der Energie dieses Mittels zu tun. Und ich möchte heute als große Überschrift über meine Ergänzung zu dem wunderbaren Vortrag von Moritz das Thema Scheinheiligkeit stellen. Also alles, was scheinheilig ist. Und ich persönlich habe eine physische Wahrnehmung in Anwesenheit von Scheinheiligem. Ich kriege einen sogenannten unheiligen Schauer. Das ist so ein kalter Schauer, der so ein bisschen begleitet ist von einer leichten, kühlen Schwitzigkeit. Das ist mein Tuja-Schweiß oder mein unheiliger Schweiß. Und dann kenne ich die Heilienschauer, diesen Phosphorschauer, wo du vor lauter Begeisterung 10 Minuten Dauerfremissement hast. Da kriegst du zwar auch rote Backen und da kriegst du zwar auch ein bisschen Schweiß, aber der riecht irgendwie nach Veilchen. Bei Tuja riecht der Schweiß nach Kloake und der ist auch klebrig und er ist einfach unangenehm. Und solche Schweiße, solche Wahrnehmungen habe ich oft, wenn das Thema Tuja im Raum ist. Und da kann man sich auch in der Praxis sehr drauf verlassen, wenn man so eine Wahrnehmung hat. Für mich ist so ganz typisch für diese Scheinheiligkeit der Umgang mit diesem Virus, Corona. Ich finde das alles so unendlich scheinheilig, was um diesen Virus herum geschieht. So unendlich scheinheilig, wobei fast schon nicht mehr scheinheilig, weil ja so offensichtlich, ja. Aber offiziell scheinheilig, dass man manchmal wirklich nur noch kotzen kann. Wie heißt der Satz, so viel kann ich gar nicht kotzen, oder wie heißt der? Gibt doch so einen Satz, so viel kann ich gar nicht kotzen, wie ich kotzen müsste, oder irgend sowas. So viel kann ich fressen, wie ich kotzen würde. Ja, also nur mal so ein Beispiel. Ich habe heute ein Facebook-Posting gesehen, wo ich dachte, jawohl, das trifft's. Und da geht es darum, dass irgendwie jetzt in den letzten Wochen so und so viele Menschen am Coronavirus gestorben sind, was natürlich schade ist. Es ist traurig um jeden Menschen, der an einer Krankheit stirbt. Selbst wenn er die vielleicht selbst verursacht hat durch eine negative Lebensführung. 80 Zigaretten geraucht, da ist das Immunsystem meiner Lunge einfach angeschlagen. Kann man sagen, was man will. Ist interessant, die Chinesen sind eines der rauchendsten Völker, die es gibt. Die fressen Zigaretten, die rauchen Unmengen. Das ist sehr spannend. In Deutschland halten ja die absolute Oberspitze die Griechen. Die Griechen waren immer Weltmeister im Rauchen und in den Schädelhirntraumen. Das kam davon, dass die so viel Motorrad fahren ohne Helm. Dann gab es die Helmpflicht, dann haben die Portugiesen den ersten Platz der Schädelhirntraumen übernommen. Da ist wohl die Helmpflicht nicht so streng. Aber die Griechen halten immer noch Rauchen und Lungenkrebs. Absolute Spitze. Dann werden sie gleich gefolgt von den Türken, die rauchen wohl ähnlich viel. Also Türken haben auch ganz viel Rauchen und ganz viel auch Lungenkrebs, interessant. Die Griechen haben dann auch ganz viel Lungenkrebs, weil sie ihre ganzen Pflanzen und Äpfel und alles mit wirklich harten Chemotherapeutikern bespritzen. Das nennen die Griechen dann auch Phytopharmaka. Ist auch sehr spannend, ist auch ein bisschen scheinheilig. Aber weltweit, habe ich jetzt hier gelesen, rauchen wohl die Chinesen wirklich mit am meisten. Nicht, dass sie deswegen anfällig sind für diesen Virus, aber jemand, der meinetwegen jetzt wirklich seine Lunge über Jahrzehnte demoliert mit Rauchen, ist natürlich für alle Lungenerkrankungen sehr viel anfälliger.
Ja, also es ist um jeden Menschen, der an irgendeiner Erkrankung, selbst wenn er selbst schuld ist, stirbt, schade und tut einem leid. Aber da stand eben eine Zahl, täglich sterben 2 an diesem Virus und täglich sterben irgendwie 20.000 Kinder an Hunger. Die verhungern einfach. Jeden Tag regt sich darüber einer auf. Nein! Jetzt kriegen wir in unserer kleinen Charlottenburger harmonischen Welt mit einmal aller Angst vor Corona. In der Mommsen-Apotheke gibt es ja sowieso schon ewig keine Mundschütze mehr. Ich weiß gar nicht, wo die alle sind. Ich sehe keinen auf der Straße. Es gibt kein Desinfektionsmittel mehr. Also wo ich irgendwie denke, ey Mann, was ist das scheinheilig? Kümmert ihr euch darum, dass es in Burkina Faso überhaupt keine Desinfektionsmittel gibt? Ja, also ey. Und wenn ich dennoch sehe, was mit den Leuten an der griechischen Grenze gerade jetzt passiert, also ich finde, es ist wirklich... Boah. Und ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich glaube nicht unbedingt, dass dieser Virus von der Pharmaindustrie produziert wurde, weil da verdienen die sich natürlich das Hirn weg. Ich habe euch ja, glaube ich, erzählt letztens von dem Patienten, der mit diesem Rezept kam, stand ein Malariamittel und ein Aidsmittel drauf, Privatrezept, 600 Euro sollte das kosten. Hat er von seinem Arzt gekriegt zur Vorbeugung, Privatpatient natürlich, sollte er schon mal vorbeugend nehmen. Und dann kam er zu mir und sagt, Andreas, das hat aber alles ganz viel Nebenwirkungen und 600 ist ja auch nicht so wenig. Und zur Vorbeugung zahlt auch die Krankenkasse nicht, ja? Hast du nicht was? Naja, ich habe durchgetestet, kam Oscillococcinum-Riechflasche und Kampferziegenmilchpulver von Nurovia, Preis 11,30 Euro. Er hat ja nicht das 600-Euro-Rezept genommen, er hat das 11,30 Euro-Rezept genommen, war dann aber auch zufrieden, also weil ich konnte garantieren, das hat jetzt keine Nebenwirkung. Also ich glaube das aber nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Amis den Virus irgendwie produziert haben, um die Chinesen platt zu machen. Das glaube ich auch nicht, auch wenn ja China jetzt unter diesem Virus rein wirtschaftlich wirklich leidet. Wobei der deutsche DAX erholt sich ja langsam, weil die Werte der Pharmaindustrie gerade steigen. Ist auch interessant. Ja? Also ich weiß nicht, welche Firma jetzt den Impfstoff macht. Ich glaube, die Israelis sind relativ weit vorne. Die haben ausgesorgt. So wie Pfitzner nach Viagra ausgesorgt hat, ja. Also es ist wirklich völlig irre, wenn man sich das alles anguckt und dann die Bilder von der griechischen Grenze sieht und von den Lagern auf Lesbos. Das kann sich ein Charlottenburger Bürger gar nicht vorstellen, wie es in diesen Lagern auf Lesbos ist, ja. Und der hat dann irgendwie jetzt seine virale Angst in seinem Charlottenburger Loft, ja, also Tuja, sowas ist Tuja. Und alles unter dem Mantel, ja, wir forschen, wir gucken, wir kümmern uns, wir machen und tun. Und wenn dann mal wirklich einer aufsteht und sagt, nee, Kinder, so ist es aber nicht, dann muss er damit rechnen, dass er die Inquisition am Hals hat, ja. Also wenn ich dieser ganzen Sache überhaupt eine Bedeutung geben möchte, dann bin ich als Homöopath natürlich immer wieder in den Signaturen zu Hause, in den Zufällen zu Hause. Und ich beschäftige mich ja mein halbes Leben jetzt langsam mit dem Drachen und seiner Energie, wofür er steht. Und der Drache kommt ja nur eindeutig aus China. China ist die Kultur mit der differenziertesten Drachen Theologie und Philosophie. Und für mich ist einfach dieser Virus ein Zeichen dafür, dass wir uns erinnern sollen, in uns eine Atmosphäre von Lebendigkeit, von Feuer, von Wahrhaftigkeit entstehen zu lassen. Und wenn wir das tun, wenn wir alleine nur jeden Tag unsere Stehübung machen würden, ja, und uns halbwegs ordentlich ernähren würden, dann müssten wir das alle nicht fürchten. Also ich bin gerne bereit, dass man mir hier so ein Röhrchen mit viralem Material hinstellt. Habe ich keine Probleme mit. Ich trinke das. Ich trinke das. Habe ich überhaupt keine Probleme mit. Ich trinke das. Und es gibt ja dieses alte Experiment.
Es gibt ja zwei grundsätzliche Ansichten in der Medizin, wenn man es mal so sagt. Die eine ist eher zurückzuführen auf Virchow und Koch und die andere auf einen großen Arzt und Hygieniker, den Herrn Pettenkofer. Und der Koch sagte ja, hier ist der Virus, da ging es um den Tuberkelvirus und der macht uns krank. Zellularpathologie. Und der Pettenkofer war Anhänger der Humoralpathologie, also der Säftelehre. Und der hat gesagt, der Virus ist nichts, das Milieu ist alles. Und irgendwann hat er, um das zu beweisen, ein Röhrchen genommen mit Tuberkelbazillen und hat es ausgetrunken. Ist nicht krank geworden. Dann gab es aber mehrere seiner sehr liebevoll ihm nacheifernden Schülern, die haben das auch gemacht. Und da sind einige krank geworden. Weil wenn das Milieu nicht stimmt, wenn die Säfte nicht stimmen, wenn jemand nicht in seinem Saft steht, dann wird er krank und dann findet man da auch ein Virus. Aber wenn jemand voll in seinem Saft steht, dann können die Viren kommen, wie sie wollen. Dann wird er einfach nicht krank. Also tun wir doch was dafür, dass unsere Säfte funktionieren, dass wir durchsaftet sind, dass wir saftig sind. Und dann brauchen wir auch keinen Mundschutz. Also den werde ich sowieso nie tragen. Ich gehe auch weiter auf jedes Rockkonzert. Ich finde das auch mit diesem Absagen dieser Messen irgendwie völlig irre. Könnte man jemand hinstellen von der Samuel-Hahnemann-Schule mit einer kleinen Riechflasche Oszillococcinum, darf jeder mal dran riechen, ja? Da mache ich Prophylaxe für einen ganzen Kongress für 0,5 Pfennig. Verdient bloß keiner was dran. Verdient bloß keiner was dran, ja? Das ist wirklich irre. Das ist wirklich irre. Ja, aber wie schon gesagt, Pettenkofer hat verloren, weil eine gute Durchsaftung ist halt preiswerter herzustellen, als jeden Tag 100.000 Medikamente schlucken. Ne? Und es ist in unserem Gesellschaftssystem leider. Wenn Sie über diese ganzen Toten reden, es sterben jeden Tag Menschen an Krankenhausinfektionen. Schafft man deswegen Krankenhäuser ab? Es sterben jeden Tag Hunderte an den Nebenwirkungen allopathischer Medikamente. Irre, irre. Spricht man nicht drüber. Oder ab und zu mal eine Monitorsendung, die dann gleich aufpassen müssen, dass sie keine Unterlassungserklärung kriegen. Also für mich ist es wirklich alles gerade, ob Flüchtlinge, ob verhungernde Kinder. Tuja im Quadrat. Und wenn das nicht schon wieder zu spooky wäre, könnte man wirklich diese Welt einmal in einem leichten Tuja-Nebel hüllen, aber das wäre halt ein bisschen schwarzmagisch, weil man darf ja niemanden gesund und glücklich machen gegen seinen Willen. Aber wenn die Scheinheiligkeit im Raum steht, dann immer an Tuja denken. Heute Morgen habe ich einen Artikel gelesen, apropos Kotzen. Da ging es um die Entschädigung von Kindern, die von einem ganz angesehenen und ganz honorigen Psychiater oder Psychologen, der für den Senat arbeitete, im letzten Jahrhundert, also weiß ich nicht, 1900, paar zerquetschte, war schon nach dem Krieg, im heutigen Tagesspiegel, müsst ihr mal gucken, war der dafür verantwortlich, schwer verhaltensgestörte und auch behinderte Kinder zur Adoption auszuschreiben und zu kontrollieren, wer diese Kinder kriegt und sie adoptieren kann. Dieser Mann war Angehöriger eines pädophilen Ringes und der hat diese schwerstbehinderten Kinder primär an Pädophile. Das muss man sich mal vorstellen. Der war ein honoriger Mann. Ich will jetzt nicht spekulieren, welcher Partei er angehörte, aber der kannte seine Kollegen aus seinem pädophilen Ring und dann hat er diese Kinder, die sich ja nun nicht wehren konnten und auch geistig behindert waren und ja nun wirklich ja leicht Opfer für diese Menschen, primär Männer waren, die hat der im Grunde ja bedient und hat damit wahrscheinlich schweineviel Geld gekriegt. Und das ist für mich, da dachte ich, ja Kinder, jetzt ist schon gleich der Hauptartikel im Tagesspiegel für uns.
Sowas ist Tuya. Und da wieder deine Frage, das wären dann beide. Wobei dieser Psychiater, wer hat das gefragt? Du. Ja, dieser Psychiater wird sich leider ja nicht homöopathisch behandeln lassen. Schade, aber der könnte es brauchen. Ich hatte ja, habe ich euch ja schon mal gesagt, ich hatte ja mal die Charité angeschrieben zu ihrem pädophilen Projekt und hatte so ja erklärt, dass ich das kostenlos machen würde. Würde gerne da hinkommen, könnte ich einmal in einer Woche 2 Stunden Sprechstunde machen. Könnte ich mir 4 Menschen, die Hilfe brauchen, angucken. Zur Not nehme ich mir, das heißt zur Not, ich könnte mir auch noch einen Tester mitnehmen, das dürfte ich wahrscheinlich nicht in der Charité. Aber dann könnte man ja zu allen Sachen, die die machen, zum Beispiel Homöopathie dazugeben. Und ich glaube tatsächlich, dass Pädophilie eine schwere miasmatische Störung ist. Ein zutiefst luetisches Ding. Und vielleicht könnte man alleine nur mit der Stötteler-Mischung Medurinum Q3, Tuya Q1 und Sulfur Q1 ganz, ganz vielen von diesen Männern helfen. Weil auch wenn sie natürlich eine Befriedigung haben bei ihrem Handeln, aber einige haben ja wenigstens ein Unrechtsbewusstsein und leiden auch unter dieser Neigung. Und da könnte man ja vielleicht helfen, dass das wenigstens zu einer Regulation kommt. Weil was die Schulmedizin macht oder die Verhaltenstherapie, die kriegen dann diese Schnipsbändchen. Dann stehen sie irgendwie schnipsend vor den Spielplätzen und hoffen, dass das Schnipsen irgendwie bewirkt. Das haben auch Leute, die sich ritzen oder Bulimiker mit dem Bändchen. Ich will es ja auch gar nicht, ist ja nicht falsch, sich zu schnipsen und nicht auf den Spielplatz zu gehen. Aber das löst natürlich nicht wirklich das Problem, ja. Das ist unbeschreiblich. Das ist unbeschreiblich, was unter dieser bürgerlichen Decke, letztens gab es das sogar im Tatort, wo ein Tatort war über einen pädophilen Ring, wo die wirklich Kinder geklaut haben, entführt haben und dann an pädophile Folterer verkauft haben. Die haben die richtig kaufen können, die konnten die irgendwo abholen. Irre. In was für einer Gesellschaft lebe ich? Hat die Charité eigentlich darauf reagiert? Nee, keinerlei Antwort. Hintenrum überhaupt nicht wissenschaftlich. Überhaupt nicht wissenschaftlich. Und dann finde ich das völlig irre und das finde ich total scheinheilig. Ich meine, für 5 Gramm Gras gehst du nicht mehr in den Knast, war, aber trotzdem, irre, irre, völlig irre. Wahrscheinlich ist Kiffen garantiert antipädophil. Ich kenne wenig pädophile Kiffer. Also es ist wirklich völlig irre. Pädophilie ist ein großes Thema von Tuya. Und hier wieder für Opfer und Täter. Weil ich persönlich, und da bin ich auch viel kritisiert worden für, das wäre nicht politisch korrekt. Ich glaube tatsächlich, dass ein gesunder Mensch mit einer gezündeten Sexualität, mit einer gezündeten orgastischen Potenz, der nicht selbst gequält wurde und nicht selbst missbraucht wurde, so etwas einfach nicht tut. Ich glaube, dass das nicht menschlich ist. Und darum glaube ich auch meinen anthroposophischen Lehrern, die sagen, bei solchen Geschehen ist immer dämonische Energie mit im Spiel. Und das Gleiche glaube ich, wenn ich 10 sehe aus KZs und sehe, wie die sich da verhalten haben. Ich will die Leute überhaupt nicht entschuldigen und die sollen ihren Strafen zugefügt werden. Aber das Problem ist für mich wirklich ein nichtmenschliches Problem. Ich sehe da wirklich andere Kräfte am Wirken, so wie du von diesen Kindern erzählt hast. Und ich finde das so tragisch, dass zum Beispiel bewährte Techniken der Homöopathie und des Schamanismus dürfen nicht angewendet werden, weil das halt nicht wissenschaftlich ist. Und dann, und das finde ich dann alles noch schrecklicher, meine Tochter ist schon aus Trotz nicht wirklich schamanisch unterwegs, eher im Gegenteil. Meine Tochter ist zwar eine ganz tolle Frau und hochpolitisch und sehr gerecht und alles, kämpft wirklich gegen Ungerechtigkeiten, ist ja Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, arbeitet ganz bewusst in Hohenschönhausen und lässt sich nicht vom Vater eine Niederlassung kaufen, was der Vater leidenschaftlich gerne machen würde, in Charlottenburg, und da sie auch Russisch spricht,
könnte sie natürlich total toll russische Kinder behandeln. Die sind alle Privatpatienten und die Väter würden wahrscheinlich dann mit Scheinrollen bezahlen, ja. Sie sagt, nee, mache ich nicht, will ich nicht. Ich arbeite in dieser Praxis für 25 Euro die Stunde und mache Notversorgung zum großen Teil für Hohenschönhausener Kinder. Die denken, bloß mal so ein Beispiel, kommt ein Junge zu ihr und sagt zu ihr, Frau Krüger, wo wohnen Sie denn? Sagt sie, na, in Kreuzberg. Was, Sie wohnen in Kreuzberg? Als deutsche Frau wohnen Sie in Kreuzberg? Meine Tochter sagt, ja, ich wohne da sehr schön. Gleich am Gleisdreieckpark. Aber in Kreuzberg, da sind doch immer nur überall Kanaken, die weiße Frauen vergewaltigen. Meine Tochter sagt, ja, interessant. Warst du schon mal in Kreuzberg? Da gehe ich nur mit Panzern hin. Ach so. Hohenschönhausen, ich weiß nicht, wie weit es weg ist von Kreuzberg. Der war da noch nie. Weil sein Vater sagt, Kreuzberg, das ist alles Kanaken-Zombies, ja? Da kannst du nicht hingehen. Nur mit der Kalaschnikow gehen wir dann auch hin. Aber, naja, aber die Kinder brauchen Therapie. Eher wie unsere essigstörten Charlottenburger, die vor lauter Luxus nicht wissen, wohin. Ja, was ich einfach sagen wollte, also die ist jetzt, weiß Gott, nicht irgendwie ESO oder sowas. Ich bin fertig, ich mach gleich aus. Nur den Satz zu Ende. Sie sagt, es gibt ganz klare Studien, wirklich wissenschaftliche Studien, dass 90% der Psychopharmaka, die sie ihren Kindern geben, nicht helfen. Diese Studien werden nicht veröffentlicht. Die werden richtig unterdrückt. Aber es sind wissenschaftliche Studien, die dann unter den Studenten und Therapeuten so halb illegal kursieren. Und das Einzige, was wirklich nachgewiesen ist, dass es den Kindern hilft, ist eine regelmäßige Psychotherapie. Ja? Aber diese ganzen Pillen kannst du zu 90% in die Tonne stopfen. Und das ist einfach irre. Das ist Scheinheiligkeit. Das ist Scheinheiligkeit.